Der hintere Schenk dieses Musters, das aus mehreren Teilen besteht, wird als erstes in dem Bindestock montiert. Dieser Schenk aus dem Starterpack von Fishskull hat eine Länge von 10 mm. Oben wird ein Büschel Marabou eingebunden, welches anschließend gekürzt wird. Auf der Unterseite des Schenks wird ebenfalls ein Büschel Marabou eingebunden, welches gründlich fixiert und ebenfalls gekürzt wird. Dann folgt ein Stück Minnow Body Wrap. Fixieren, ein bis zwei Wicklungen legen, immer zurückstreifen mit der Hand oder gegebenenfalls auch mit Hilfe einer Dubbingnadel. Abfangen und abschneiden. Jeder Faden kann mal reißen. In diesem Fall den Faden neu ansetzen und einige Half-Hitches oder einen Whip-Finish-Knoten legen. Anschließend mit Lack sichern. Das Bodywrap wird nach vorne geschlagen und auf Länge gebracht. Anschließend wird der zweite Schenk mit einer Länge von 15 mm eingehängt und dieser wird in den Bindestock eingeklemmt. Auch hier wird mit dem Bindefaden erstmal eine Grundwicklung gelegt. Erneut ein Stück Bodywrap nehmen und einbinden. Den Bindefaden zum Öhr bringen und anschließend das Material in mehreren lockeren Wicklungen nach vorne bringen. Immer wieder nach hinten streifen und gegebenenfalls mit einer Dubbingnadel das Material auseinanderziehen und nach vorne wickeln. Am Öhr abfangen und den Überstand abschneiden.
mit einigen zusätzlichen Wicklungen stützen und anschließend einen Whip-Finish-Knoten legen. Ein Tropfen Lack sorgt für bessere Haltbarkeit. Das Bodywrap wird auch hier nach vorne geschlagen und großzügig abgeschnitten. Nun wird der dritte Schenk mit einer Länge von 20 mm eingehängt und anschließend in den Bindestock geklemmt. Da die nächsten Schritte identisch sind mit dem zweiten Schenk, läuft das Video an dieser Stelle in erhöhter Geschwindigkeit. Nun folgt der letzte Schenk. Dieser hat eine Länge von 25 mm. Auch hier wird das Bodywrap eingebunden und komplett über den Schenk nach vorne gewickelt. Nachdem auch der letzte Schenk fertiggestellt wurde, wird der Haken in den Bindestock eingeklemmt. Eine Grundwicklung wird gelegt. Nun nimmt man ein Stück Stahldraht, zum Beispiel Vision Wireline, und bindet das auf dem Hakenschenkel ein. Stahldraht durch das Öhr des vorderen Schenks führen und eine kleine Schlaufe bilden, damit die Schenks nachher schön im Wasser spielen können. Auch hier hilft ein Tropfen Lack, die Haltbarkeit zu verbessern.
Mit dem Bodywrap wird auch auf den Haken einen Körper gebildet. Ein wenig Lack wird auf dem Bindefaden angebracht und mit einigen Wicklungen wird das Material gesichert. Anschließend folgt ein Whip-Finish-Knoten. Hiermit wäre die Grundarbeit erledigt und wird der Game Changer nun in Form gebracht. Oben, unten und von den Seiten. Dabei das Material immer wieder ein wenig auszupfen, bis man die Form erhält, die man sich wünscht. Nun kann man anfangen, sich künstlerisch zu betätigen und mit wasserfesten Stiften das Muster Farbe zu verleihen. Hier ein Barsch-Dekor, aber es kann natürlich auch völlig anders werden. Wenn das Muster annähernd das richtige Dekor hat, werden die Augen angebracht. Vorher ein wenig Sekundenkleber auf der Rückseite anbringen, damit die Augen sicher halten. Kurz überprüfen, ob die Augen richtig positioniert sind und wenn dies der Fall ist, kurz andrücken.
Mit UV-Kleber bekommen die Augen mehr Halt. Mit der Dubbingnadel den Kleber gut verteilen und anschließend aushärten. Dieser Vorgang wird sowohl von oben wie von unten ausgeführt. Zum Schluss die Augen und den gesamten Kopf mit UV-Kleber versehen, damit ein sauberer Abschluss entsteht. Mit der Schere nochmal ein wenig Feintuning betreiben, indem überschüssiges Material entfernt wird. Sollte man feststellen, dass man nicht überall genügend Farbe angebracht hat, wird nochmal nachgearbeitet, um den Streamer den definitiven Look zu verleihen. Der fertige Gamechanger. Unglaublich lebhaft im Wasser und für echte Überraschungen gut. Viel Spaß beim Nachbinden und viel Erfolg am Wasser.